Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Ich begrüße Sie zum zweiten Teil von unserer Spezialsendung. Bei mir zu Gast sind Silvia und der Christoph Blocher. Wir haben es vom Geld und vom Sachgeld der Kinder, Herr Blocher, und dass Sie ja dann mit der Zeit schon ein bisschen vermögend geworden sind. Was aber darum gegangen ist, wer die Firma kauft, haben Sie sich müssen verschulden. Ja, sehr. Ja, es ist so, ich bin ja dann in die Firma eingetreten. Ich hatte eine führende Position. Und der Eigentümer, der sie gegründet hat, war ein bäumiger Unternehmer. Bei ihm habe ich auch gearbeitet. Anfang als Sekretär, nachher bin ich der Direktionspräsident gsi und dann ist er gestorben in der ganz schwierigen Zeit. Wir sind in der Synthesephase daheim gsi. Das ist gsi in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren. Das ist die Zeit gsi, wo Asien, Taiwan, Philippinen, Vietnam, Korea, Japan natürlich gross geworden sind und wo die ganze Textilwirtschaft, was Massen ist, dort übergegangen ist und dann in den 80er Jahren sowieso China aufgegangen ist. Und wenn Sie an Orten Hemper machen, wo das Hemd 60 Rappen kostet, können Sie da keine so Massenhemper mehr machen. Das hat man hier gesehen und wir sind in der Synthesephase gewesen. Ich habe gesagt, wir können doch nicht am Oberrhein Synthesephase produzieren und auf China produzieren und dislozieren. Und wir hatten Verluste, wir mussten die Liegenschaften aufwerten und in dieser schwierigen Zeit ist der Eigentümer gestorben und die Kinder haben gesagt, wir verkaufen das Unternehmen. Und das, weil es so schlecht gegangen ist, hat das niemand wollen. Das heisst, es war eine amerikanische Firma, die es wollte, aber der hätte gerade die Hälfte der Firma zugemacht und die Leute entlassen. Und die Banken sind dann der Meinung, ich solle das kaufen. Sie haben mir dann auch Geld pumpet. Also ich habe Haus und Garten und alles müssen verkaufen. Das war für meine Frau ein schwerer Schlag. Sie war ganz dagegen. Verkaufen, sondern Belene. Ja, also Belene, wie das Dach kommt, das ist ja das Gleiche. Also, das hat Ihnen nicht mehr gehört eigentlich. Nein, hat mir nicht mehr gehört. Oder? Und dann noch eine Verschuldung von etwa 20, 25 Millionen. Also 90% vom Kaufpreis waren Bankschulden. Und meine Frau hat gesagt, das können wir nicht machen. Sie hat vier kleine Kinder, kein Haus und keinen Garten mehr. Und wenn dir etwas passiert, wenn du stirbst, sitze ich mit diesen vier Kindern und das Unternehmen mit so viel Verlust. Also das war ein ganz grosses Risiko. Wir hatten auch Angst. Ich musste sie in kurzer Zeit kaufen. Und ich habe immer gedacht, vielleicht muss ich es verkaufen, einen anderen, oder? Und das ist dann aber der grosse Erfolg geworden. Wir haben, durch das, dass wir so nur haben können, ich habe gesagt, wir gehen unter oder wir überleben. Dann kommt man eine Kraft über als Unternehmer, die ich nie gedacht habe voran. Und aber heute auch gesehen, darum bin ich so für die Unternehmer. Und das war dann unsere Zeit gewesen. Und man muss sehen, das Unternehmen, wo jetzt die älteste Tochter führt und die drei Töchter eigentlich Mehrheit haben. Das ist, hat hier einen Börsenwert von etwa 80 Millionen Franken und heute von 6 Milliarden. Also man sieht, das ist sehr erfolgreich geworden. Und eigentlich, weil wir hier kein Geld gehabt haben. Meine anderen Firmenkollegen, die unsere Konkurrenz hat so viel Geld gehabt, die hat etwas ganz anderes müssen machen. Die haben gesagt, wir können die ganze Welt abdecken. Und ich war verzweifelt gewesen, wir haben kein Geld, was machen wir? Und die haben alle mit dem Geld Dummheiten gemacht. Und wir haben kein Geld gehabt, darum haben wir die Dummheiten nicht können machen. Wir sind das einzige Faserunternehmen von Europa, das überlebt hat. Herr Blocher, es hat jetzt funktioniert, ist alles gut rausgekommen. Aber wo Ihr Mann mit dieser Idee heimgekommen ist? Ja, das war also gar nicht einfach. Ich habe gesehen, dass es... Hat man das diskutiert? Ja, natürlich. Also ich habe gesehen, ich habe gesehen, dass es dem Unternehmen schlecht geht. Das habe ich ja gekannt, oder? Das war wirklich die Problematik von dieser Faser, die eigentlich keine Zukunft mehr hatte hier in Europa. Und dann, dass niemand das Unternehmen wollte.
Und mein Mann ist wirklich noch umgerannt und hat geschaut, ob es da nicht irgendeine größere Firma gibt, die das übernehmen würde. Und hat keine gefunden. Und bist auch zu Privatunternehmern gegangen, ob sie das übernehmen würden. Und es hat sich einfach keine Lösung abgezeichnet. Also das habe ich gesehen. Aber ich habe auch gewusst, dass wenn er das selber übernimmt, wo dann diese Lösung auftaucht, ist, dass das ein unglaubliches Risiko ist. Weil, für die ganze Familie? Ja, für die ganze Familie. Also ich meine, ich habe gewusst, ich habe 4 Kinder, die sind ja noch relativ klein gewesen. Ich kann nicht einfach arbeiten, einen Job annehmen. Das ist gar nicht machbar mit diesen Kindern zusammen. Dann habe ich gedacht, wenn es einfach schief geht, finanziell, das hat mir noch weniger Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, ja, nun, dann gehen wir halt Konkurs, haben nichts mehr, fangen von null an. Habe ich gewusst, er hat da genug Energie und so, da wird schon wieder etwas gehen. Das war eigentlich nicht das Problem gewesen. Aber ich habe gedacht, wenn er stirbt, dann ist das Unternehmen mit diesen Problemen ja noch da. Und jemand muss ja diese Probleme lösen. Und jetzt haben wir ja gesehen, es ist gar nicht mehr rum, wo da drin ist. Was mache ich? Ich habe es ja dann. Sagt er, ja, musst du einen Serbu schlagen. Mit dem war eigentlich ja nicht getan. Also ich war sehr dagegen, dass wir das Risiko eingehen. Und ich auch nicht. Ich bin also eigentlich der Meinung, sie soll es nicht machen. Trotzdem haben sie es gemacht. Ja, sie hat mir auch den Entscheid überlassen. Aber ich musste es machen, obwohl sie dagegen war. Es war eigentlich eine schicksalshafte Nacht. Wir haben diskutiert. Es war ein warmer Abend im Gartenhäuschen. Im Garten. Und hin und her gewälzt. Und dann habe ich einen Bruder, der ist Pfarrer, der in Hallau, der ist ja bekannt, oder? Dann ist er gekommen und ich gesagt, jetzt kannst du mal als Außenstehender auch da. Dann hat er gehört, wie wir hier gestritten haben, was dafür spricht, was dagegen spricht. Und dann hat er plötzlich gesagt, hört, wenn einer eine Firma übernehmen will, er will eine Karriere machen oder reich werden, dann würde ich auch sagen, nein, nicht, das ist ein grosses Risiko für die Frau. Aber wenn einer muss eine Firma übernehmen, weil die muss retten, dann passiert ihm auch nichts. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt hat der Pfarrer gesprochen, er ist ja schliesslich näher bei mir. Also, jetzt machen wir es, jetzt springen wir rein. Wie viel Bauchentscheid ist das gewesen? Ah, 95%. Nein, also im ganzen Leben ist das so gewesen. Meine Frau gibt mir auch zu, sie ist in Tränen aufgelöst gewesen. Sie hat gesagt, was machen und so. Und hat gesagt, los, jetzt wollen wir das machen. Wir haben ja schliesslich auch, man muss sehen, das sind 3000 Mitarbeiter. Das sind auch Familie und das haben wir auch. Und jetzt ist niemand, der hier eingreift, oder? Und der das macht. Und ich habe nicht einmal Bankkredit habe ich nur bekommen. Ich habe nicht einmal eine Lebensversicherung abschliessen für meine Frau und Kind. Und sie haben recht gehabt. Die Banker hat gesagt, das war der Dr. Holzer, hat gesagt, hören Sie, entweder glauben Sie als Unternehmer an der Firma, dann müssen Sie aber auch keine Lebensversicherung abschliessen. Sie müssen alles geben, was Sie haben, sonst sind Sie kein Unternehmer. Und darum hat es gar nicht schief gehen. Es hat nur geraten und das gibt so eine Kraft. Und das denke ich manchmal heute, oder? Wenn die Manager und so sagen, wir sollten einfach mehr Unternehmer haben, die das ganze Vermögen drin haben. Und die ist jetzt gut rausgekommen, sie hätte natürlich auch schlecht rausgehen können. Ja, also die 95% Bauchentscheid hätte es auch in die andere Richtung rausgehen. Aber ich muss Ihnen sagen, die beste Entscheidung, die ich im Leben getroffen habe, überall in der Politik sind Bauchentscheid. Ich weiß gar nicht, warum man immer auf das blöde Hirn schaut. Mit dem beruflichen Erfolg, Herr Blocher, ist auch der finanzielle gekommen. Sie haben mit nichts angefangen. Was bedeutet Ihnen Geld heute? Das Gleiche wie am Anfang. Das Geld ist für mich nur etwas wert, um damit etwas zu machen. Und ich rate allen Leuten ab, um Geld nachzurennen. Das gibt blöde Leute. Ich kenne viele Leute, die nur um Geld nachrennen. Und wenn Geld hat, dabei ist Geld ist nur eine Ersatzhandlung. Wieso haben wir eigentlich Geld? Damit man etwas machen damit, kann kaufen oder so, aber nicht zum Geld haben. Das ist ja nichts. Darum gibt es auch komische Leute, die nur um Geld nachhalten. Ich habe natürlich am Anfang das Geld gebraucht. Ich musste erst die Schulden abzahlen. Ich musste viel Geld in die Firma stecken. Also, da war es unternehmerische. Nachher habe ich natürlich vermöglich geworden. Ich habe also alle Bankschulden gezahlt. Bei mir ist keine Bank arm geworden. Und Zinsen habe ich auch gezahlt. Also darf ich immer sagen, es ist jetzt gut rausgekommen.
Und jetzt auch heute immer mit dem Geld etwas machen. Und das mache ich auch. Und gut, wir haben, also wir leben nicht in einer Höhle und sagen, wir sind sehr reich. Wir leben gut. Wir haben ein schönes Haus gebaut noch, vor 12 Jahren, wo, weil ich ja auch denn wir können etwas leisten, Kunstsammlung. Habe ich ein grosses Haus gebraucht, um Bilder aufhängen. Wir sind zwar, haben zwar gezügelt, weil wir gefunden haben, das alte Haus, das wir mit den Kindern hatten, ist zu gross geworden, wo die Kinder raus sind. Und jetzt ist es dreimal so gross wie das andere. Aber das ist jetzt einfach so geworden. Sie hat es durchgestiegen, dass wir zügeln. Ich kann nicht will. Sie hat mal etwas durchgestiegen, ja, oder? Sie hat mit Ihnen eine schwere Zeit also, mitgemacht. Ich muss Ihnen sagen, also, wenn es darauf ankommt im Haus, hat dann meine Frau schon Durchsetzungskraft. Auch da sage ich dann nur noch. Verstanden. Ja, Frau Blocher, vermögend. Wir haben gehört, Sie haben einfach angefangen und jetzt sehr vermögend. Was heisst das für Sie? Reichtum? Viel Geld zu haben? Ja, also ich meine, es ist schön, wenn man in so einem Haus wohnen kann. Und es ist schön, dass man nicht jeden Franken umdrehen muss, wenn man irgendwie etwas sollte kaufen und so. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Tag schaut, wie viel wert sind jetzt die Aktien oder wie viel wert ist jetzt, ich weiß nicht was, Land oder so. Aber es ist eben schwierig, das zu sagen. Es ist mir nicht so wichtig, wenn man es hat. Oder? Darum da scheuche ich mich, ein bisschen das zu sagen. Auf der anderen Seite muss man doch sagen, wir hatten nie ein Problem mit dem Geld, auch wenn wir keinen hatten. Ja. Mein Mann hatte am Anfang einen blauen Koffer. Ich sehe den Koffer heute noch vor mir. Da hat er sein ganzes Vermögen, oder eigentlich alles, was er hatte, sein ganzes Eigentum einen Platz in den blauen Koffer. Aber das hat er eingebracht, das Männergut ist nicht so viel gewesen. Nein, ich hatte einfach einen Koffer, das war alles, was ich brauchte, zum Leben. Zwei Hemden, zwei Hosen, Pullover und einen Anzug. Und den Anzug hat es okay. Ich hatte den Anzug. Weil zu meiner Zeit am Anfang hat man am Sonntag einen Anzug angelegt und der war sehr lang der Konfirmandenanzug. Nein, ist noch, wo wir schon geheiratet waren, habe ich immer noch den Konfirmandenanzug. Nein, das ist so. Ich habe das Gefühl, ich hätte heute noch. Nein, er hat den Hochzeitsanzug gehabt. Ja. Der wäre auch nicht mehr gegangen. Hast du mir einen gekauft? Ja, ich bin ja die, die das Geld gab. Ja, gut, kennt sie, ich habe es gut gehabt. Vor allem durch die politische Arbeit von Ihrem Mann ist ja dann auch die Öffentlichkeit gekommen. Ihr seid in der Öffentlichkeit gestanden, nicht nur er, sondern die ganze Familie. Wie viel Privatsphäre hat das gekostet? Also wir haben versucht, immer in der Familie eine Privatsphäre zu haben. Also nicht da mit den Kindern hausieren und so. Gesagt, das ist jetzt für uns privat. Vor allem, weil die Kinder kleiner waren und zu Hause waren. Aber es ist natürlich schon so. Also jetzt, ich denke, mit dem zunehmenden Politisieren ist natürlich das Leben immer mehr auch öffentlich, also das Privatleben. Aber ich denke, mein Mann mit dem Teleblocher, der das bei uns zu Hause macht, in den Stuben oder Besprechungszimmer, Bibliothek, irgendwo, da weiss natürlich, wissen ein Haufen Leute in der Schweiz, wie es Blochers wohnen. Sie wissen sehr viel. Und mein Mann erzählt ja auch immer sehr viel bei dem Teleblocher. Also er ist da nicht einer, der findet, man müsse da besonders viel Geheimnis machen. Man lebt mit dem, aber ich denke manchmal, also ich bin dann gleich froh, wenn wir in den Ferien irgendwo weit ins Ausland können, wo uns gar niemand kennt. Oder? Wo man einfach, da sind wir dann einfach zwei Leute, die hier eine Reise machen. Das ist schon auch ein Bedürfnis, das man dann hat. Durch die also es hat einen Mauer oder einen Hagen, der euer Haus braucht? Ja, das ist das Beste, was wir gemacht haben. Ja, das ist wahr. Aber das haben wir eigentlich von Anfang an gar nicht gehabt, oder? Nein. Es war auch weniger nötig. Mit der Bekanntheit ist natürlich das notwendig geworden und dann auch die Sicherheit hat natürlich zugenommen. Also die Kriminalität in der Schweiz hat natürlich zugenommen, da muss man auch mehr aufpassen. Aber zum Privaten ist zu sagen, wir haben das Geschäftsleben und das politische Leben und das Familienleben nicht getrennt. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn man heimkommt, redet man nicht über das Geschäft. Wenn man heimkommt, redet man. Das ist der grösste Blödsinn.
Ich meine, der Mann, der so erfüllt ist, wenn die Frau daheim ist und die Frau auch erfüllt ist daheim von ihrem Leben, wenn man doch zusammenkommt, kann man doch nicht sagen, also da, wo du erfüllt bist, das musst du ausklammern. Und jetzt musst du nur über das reden, oder? Und dann kommt dazu, meine Frau ist dann sehr gewunderig. Also, interessiert das? Ja, gut. Ich sage es jetzt so. Man sagt immer so. Aber sie hat auch wollen wissen. Wie geht es denn im Geschäft? Was hast du gemacht heute? Manchmal fast zu viel, dass ich sage, oh, wenn ich jetzt das alles erzähle, jetzt komme ich doch heim. Das ist ja mitgegangen. In dem Risiko, das verstehst du. Ja, klar. Ich habe schon begriffen. Und ich bin ja jemand, der gerne erzählt. Oder? Und das hat... Das, die Kinder sind auch einbezogen gewesen. Darum war das nicht so Teil gewesen. Und die, ich meine, wenn ich erinnere, das war ja am Anfang gewesen, als ich die Firma übernahm und musste etwas Neues machen. Da habe ich gesagt, jetzt gehen wir auf China. China ist da aufgegangen. Primitives Land. Was braucht das Land, wo plötzlich aus der Armut rauskommt? Die kommunistische Herrschaft hätte das Land ganz kaputt gemacht. Die Leute hatten nichts gehabt. Jeder hat ein Hemd und ein paar Hosen in Baumwolle. Und die Baumwolle brauchen sie ja zum Sessen herbringen. Und dann habe ich gesagt, die brauchen sicher Synthesefasern, wenn nicht jeder ein Hemd hat. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich auf das China, vier die Wochen. Ganze Familie. Und dann, weil ich nie Ferienzeit hatte, habe ich gesagt, ich nehme die ganze Familie mit. Die Frau und die vier kleinen Kinder. Das jüngste war, was war im 83er-Jahr? Ja, da bin ich in der zweiten Klasse. Eben, in der zweiten Klasse und zählt ist in der sechsten. Und die haben keine mit. Das war ein grosses Risiko. Das war ja so primitiv. Die Autos mussten einfliegen. Die hatten noch kein Auto. Und das Essen. Also das ist Anfang 80er Jahre erst gerade aufgegangen. Ja, das ist also, kann man sich nicht vorstellen. Da hat man den Leuten noch Reis verteilt, die Schalen. Und wenn wir in den Orko sind, hat es kein Licht gehabt. So voraus. Das war in der Nacht dunkel gewesen, oder? Also sehr primitiv. Und das haben wir gemacht mit den Ingenieuren, mitgenommen, mit dem Auto. Dann haben es 30 Bauern haben das Reis auf den Boden gelegt, wenn sie gesehen haben, da kommen die Auto. Die haben ja kein Auto gehabt, nur Velo. Und dann haben sie mit mir über ein Reis gefahren. Dann war es so tröschen. Also, das haben aber die Kinder alles erlebt auf einer Geschäftsreise. Und als wir gegangen sind, habe ich gesagt, du, die brauchen 120 grosse Textilfabriken, also Synthesefaserfabriken, die einen 80 bis 90 Millionen kosten. In den nächsten 20 Jahren, die können wir bauen, da oben können wir nicht mehr produzieren. Und meine Kinder haben den Businessplan gemacht. Ich habe immer gesagt am Abend, jetzt könnt ihr mal den Ingenieur fragen, wie viele Einwohner es gibt. Oder? Dann sind die gekommen, gestritten, der eine gesagt 1,26 Milliarden. Ja, nehmen wir mal den Durchschnitt. Oder? Und dann, wie viel Gramm Faser braucht es für ein Hemd? Wie viel braucht es für ein paar Hosen? Dann können sie wieder aufschreiben. Und nachher können sie sagen, so, und jetzt müssen wir das multiplizieren, wenn jeder ein Hemd braucht und eine Hose, wie viel braucht denn das? Dann sind wir auf die 120 Fabriken gekommen. Und wir haben in diesen 20 Jahren, von 1983 bis 2003, und das hat uns gerettet, 117 Fabriken gebaut, nicht 120. 120 ist gebraucht, ja. 117. Ich habe gesagt, ich habe noch nie einen Businessplan so gut erfüllt wie der, wo meine schulpflichtige Kinder gemacht haben. Das ist doch schön. Und dann, damit ist das, und auch politisch, sie sind in dem hineingelebt, haben das gesehen und mitbekommen, die Angriffe natürlich, Ewehrkampf, ganz verrückt. Wenn man das nicht trennt, erlebt das Kind und sie nehmen es auf. Und es ist eben auch ein Unterschied, wenn der Vater nicht daheim ist, wenn die Kinder wissen, warum er nicht da ist und wenn er das macht, als wenn er sagt, ja, die hohe Familie, ich kann segeln und hey, oder Golf spielen. Das ist auch noch ein Unterschied, oder? Also die Ferien sind ja nicht so wirklich gedachte Ferien gewesen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das war ja so ein bisschen Geschäftsreise gewesen, ja, mit der Familie. Wie war das mit Ferien gewesen? Wie hat Ihr Mann Ferien gemacht? Ja, also sonst hat er nicht mehr viel Ferien gemacht. Wir haben mal... Mit den Kindern. Also Wanderferien. Ich mag mich erinnern, im Emmental waren wir einmal, in so einem alten Bauhaus, das wir gemietet haben.
mit Holzherd und so. Ja, das ist, und das war für die Kinder auch sehr eindrücklich. Und da sind wir jeden Tag wandern, die Kleinen noch da im Rucksäckchen hinten drin. Es waren eigentlich meistens Wanderferien, die wir mit den Kindern gemacht haben. Einmal sind wir, was wir später waren, sind wir mal noch ans Meer, aber das war eigentlich eine kurze Zeit. Ja, das war auch nichts. Nicht mehr viel. Aber wir sind mit den Kindern auch sonst reisen, muss ich sagen, was grösser waren. Also wir waren in den USA, wir waren in Afrika, eben in Asien und so. Sie haben dann so einfach schon... Wer sagt denn einmal, wo es hergeht? Also damals, als es Geschäftsreisen waren, hat... Ja, ich musste immer die Ferien müssen auch verbinden mit den... Ja. Es hätte einfach müssen sein, oder? Jetzt also Semital oder so Sachen, das habe ich entschieden, weil das sind Familienferien gewesen. Und heute, die Reise, die wir heute machen, wir machen immer noch grosse Reisen. Das ja, stimmt. Nur meine Frau. Nur meine Frau entscheidet dort. Über die Destination und das ganze Programm. Ja, sage ich genau. Es ist mir gleich. Ich komme dort hin und ich weiss, dass sie es sehr gut macht. Als ich 70 geworden bin, habe ich weg. Ich kann nicht will, das Geburtstagszeug da. Und da sind wir auf Tansania, auf Namibia. Ja. Und das war natürlich wunderbar gewesen. Also da haben wir auch mal eine Ferien machen. Ich hatte niemand hat sie gekannt. Ja, und die Verantwortung nicht mehr gehabt. Die Kinder haben schon das Unternehmen selber geführt. Ich musste nicht jeden Tag heimrufen und wieder das Telefon ist etwas los. Das war natürlich wunderschön gewesen. Und das neue Unternehmen, das ich jetzt, nachdem ich im Bundesrat gegründet habe, führt jetzt meine jüngste Tochter, das ist auch. Und ich bin auch Verwaltungsratspräsident, aber wir sind nicht mehr so gebunden. Und jetzt gibt es auch mal Ferien? Ich meine, Sie haben eine vollgestopfte Agenda. Haben Sie jetzt ein bisschen mehr Zeit? Nein, es gibt Ferien. Also wie viele Ferien machen Sie jetzt im Jahr? Ja, also oder Freitag? Also, wir haben ganz eine gute Einrichtung. Die haben wir schon seit Jahren. Wir haben theoretisch, ich sage immer theoretisch, praktisch ist es dann ein bisschen anders, aber theoretisch haben wir die Abmachung, jeden Monat gibt es ein verlängertes Wochenende, also 3 Tage. Zum Samstag, Sonntag kommt noch der Freitag oder der Montag. Und dann gehen wir auch meistens, nehmen wir zusammen schon wegen der Zeitungen und so. Das wird am 1. Januar eingetragen. Ja, in die Agenda. Das sag ist ich, ja, jetzt sage ich theoretisch, oder? Weil... Ja gut, dann ist mal das und dann mal ist Sepp und dann gehen wir in die Ferien, dann zählt es auch nicht. Und das zweite ist auch so nah bei den Ferien, machen wir auch nicht. Aber immerhin, also so etwa 6-7 Wochen gibt es dann gleich im Jahr. Und das und ist Ferien. Sehr gut. Zusätzlich zu den Ferien ist das. Und jetzt in den Ferien sind wir jetzt, also da sind wir in der Sportferien, im Winter, in der Winterferien gewesen. Gut, sie sind dann ein bisschen unterbrochen, weil ich dann muss oft auf Bern. Aber wir sind in Berner Oberland, das ist nicht so weit. Und es gibt einen freien Tag, wo man laufen kann. Und in haben wir so Zwischenlösungen. Dann mieten wir noch ein Büro im Hotel, oder? Wo er dann dort gleich seine Sachen machen und erledigen kann. Also, können Sie so nichts machen? Es ist Ferien für meine Frau und ich bin dann die am Arbeiten dort in dem Büro. Ja, aber und, dann eben nicht den ganzen Tag. Ich kann viel, ja, ich tue sehr gerne lesen. Aber schreiben auch natürlich, also vor allem nicht so Sitzungen und Freiübung. Das ist eigentlich für mich schon Ferien. Und wir gehen... Wir sind im November in Indien gewesen. Ja, wir wollen auch dieses Jahr wieder im November schauen, nehmen zusammen zu gehen. Da wissen wir noch nicht genau, wohin. Und jetzt im Mai sind wir in Südamerika. Also das sind dann... Reisen sind auch Ferien. Also Reisen. Ja. Wir gehen natürlich dann immer Sachen anschauen. Chile sind wir. Das ist Wir haben ganz klar geplant. Das war früher natürlich nicht so gewesen, ist ja klar. Aber jetzt bin ich auch viel mehr entlastet. Ich habe kein Militär mehr, muss mal das sehen. Ich habe ja früher immer müssen, 3-4 Wochen im Jahr in Dienst, oder? Bis ich 55 war. Ich war ja Regimentskommandant am Schluss. Das fällt weg. Dann die Verantwortung für die Unternehmen fallen weg. Ich habe nur noch meine jetzige, das ist also viel weniger. Und dann meine Frau ist auch entlastet, weil natürlich die Enkel gerne weniger zu tun als die eigenen Kinder. Und jetzt sind wir entlastet, ja, wir sind jetzt auch älter, oder? Ich bin jetzt 72, dann
wenn man denkt, oh nein, da sind Ferien, und dann denke ich, oh, jetzt mit 72 geht es auf, wo nicht mehr arbeiten. Kann ich mal auch ein bisschen weniger. Also, er fasst ein schlechtes Gewissen, Sie haben es gemerkt. Ja? Ja, ja. Ja, ich finde es ein bisschen Luxus. Oder? Nein, obwohl, das jetzt mit den Kindern alles mit dem Bello läuft. Ja, wohl, aber ich. Oder? Wenn ich politisch jetzt schaue, was die immer für Kappis machen zu Bern, dann sage ich, jetzt gehe ich hier in die Ferien und die wollen uns wieder an die EU verkaufen. Dann geht doch nicht, weil sie doch hier bleiben. Aber da muss man halt sagen, nein, jetzt mache ich das, das braucht es auch. Wir haben die 8 Enkel angesprochen. Wie müssen wir euch vorstellen als Grosseltern? Also, tun die Enkelkind hüten? Schlafen die mal bei euch? Ja, wie ist das? Ja, die schlafen mal bei uns. Also, leider sind halt die Enkel auch schon sehr viel beschäftigt, wie das heutzutage so ist. Kinder haben extreme Stundenpläne und Sachen, die sie machen. Das ist also nicht immer. Wir haben eine Enkelin, die nicht sehr weit von uns weg wohnt. Die ist 5, die Leute dann am Samstag oder sonst am Tag, wenn sie frei hat. Grossmami, hast du heute Zeit für mich? Und dann kommt sie, das ist herzig, das ist dann so spontan. Und wenn aber die Eltern weggehen, eben schlafen sie auch bei uns. Wir haben Platz, nicht gerade für alle mit 8 miteinander, aber so 4 bringen wir unter aufs Mal. Das haben wir also etwa daheim, 4 Grossenkel? Ja, also 3 vor allem. Ja, das ist wunderbar. 3 oder 2. Aber es ist auch schön, wenn es dann wieder geht, ist dann also recht. Jetzt am Ostermäntag kommen alle Ostereier suchen. Ja. Da haben wir einen Osterbrunch, das ist so eine Tradition, die ganze Familie mit allen Enkeln, das ist dann sehr schön. Also meine Frau ist ein Gluckerer. Da müssen wir einfach, also Ostern ist ein ganz gutes Fest für das. Weihnachten auch, oder? Ja. Das ist also und dann weit Geburtstag voraus wird da geplant, bis sie alle unter die Flügel nehmen können. Ja, aber ich spüre daraus, Sie sind da gerne mit dabei. Ja, ich bin sehr gerne mit dabei, ja. Vor allem, weil sie alles vorbereitet. Ja, und Ostern, ja, das dürfen wir schon sagen, eine süße Angelegenheit ist. Und das ist eine kleine Schwäche, oder? Ja, sehr, ja. Das ist ein anderes, das ist ein anderes Problem, aber ein schönes Problem. Aber ich habe auch Freude, wenn ich dann eine Toastreihe verstecken und so. Und solange die Enkel noch so klein sind, kann ich die, die es finden, gerade wieder verstecken, ohne dass sie es merken. Da ist es eine unzählige Zahl, die es findet. Und da habe ich Freude. Und, also Enkel ist es natürlich dann, wenn alle da. Also wir sagen, wir haben die besten Enkel, die es gibt. Das sagen zwar alle Grosseltern, aber bei euch stimmt es jetzt einmal. Das sagen alle Grosseltern. Blocher, Ihr Mann hat es angetönt. 72, rüstig, macht noch alles nichts. Nichtsdestotrotz macht man sich in diesem Alter auch Gedanken, wie geht es weiter? Wie sieht das bei uns aus im Alter? Was wollen wir und was wollen wir nicht? Habt ihr euch das auch schon mal überlegt? Also meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, 91 war. Und sie war in den letzten Jahren nicht mehr so mobil. Sie war geistig noch sehr gut weg, aber nicht mehr so mobil vom Laufen her. Und dann wird man sehr nahe natürlich mit diesen Problemen konfrontiert und überlegt sich auch, wie das geht. Also wir haben das Haus, das ich hier umgebaut habe, haben wir schon rollstuhlgängig gemacht, schon vor 13 Jahren, weil wir gesagt haben, ja, wir würden gerne dann auch in dem Haus bleiben, wenn es irgendwie mal etwas gibt, dass man einen Rollstuhl braucht oder einen Rollator. Und dann überlegt man sich schon, jetzt, also der Schwager von meinem Mann ist jetzt gerade dran, ins Altersheim zu ziehen. Also, wegen ihm, weil es der Frau nicht gut geht, sie braucht das, Betreuung. Könnten Sie sich das vorstellen, in ein Altersheim zu ziehen? Nicht gut, nein. Aber wenn es müsste sein, würde ich das auch machen. Ich habe das bei meinem Bruder auch gesehen, der habe ich mir nie vorgestellt. Und er sagt, nein, es geht jetzt sehr gut. Und wenn es ein Altersheim ist, kommt auch, kann er ein Büro haben, es ist im Dorf. Es ist halt, sieht eben auch die Vorteile von den kleinen Verhältnissen. Oder? Er ist ja noch Pfarrer dort in dieser Gemeinde, kennt natürlich alle im Altersheim und kennt alle. Das ganze Dorf, oder? Die eine hat getauft, die andere konfirmiert. Und schlussendlich. So, das ist, ja, und jetzt geht er in das Altersheim und er freut sich eigentlich, weil er hat jetzt sehr lange den Haushalt und alles gemacht. Und weil die Frau immer hat müssen betreut sein. Also wenn er am Schluss ist er nur 2,5 Minuten in die Wäschküche, geht die Wäsche machen und dann ist sie in einer Blutlache gelegen, obwohl sie streng nicht aufstehen durfte. Aber
einfach das gemacht hat. Das ist dann funktioniert nicht mehr. Und jetzt sagt er, jetzt, das ist für ihn auch eine Befreiung. Er sagt, weißt du, der Haushalt nicht mehr. Und es hat ihn auch überfordert, 24 Stunden immer jemanden beobachten. Und das hat auch die Spitex gesagt, das können sie nicht mehr, das geht nicht mehr. Das. Und ich kann mir das vorstellen, aber wir sind ja, das ist jetzt auch wieder ein glückliches Verhältnis, wenn wir natürlich, wir können uns sehr lange auch jemanden leisten, denn im Haus, wenn etwas wäre, oder? Das kann man vielleicht auch länger bleiben. Aber es täte mir auch weh, wenn ich müsste ins Alter sein, aber mal ist halt dann auch fertig. Also ich denke, man muss einfach halt offen sein und je nach den Möglichkeiten schauen, was da ist. Ich denke immer, ein Alterswege wäre noch eine Lösung, dass man so ein paar Leute zusammenbringt. Aber vorläufig sind wir also noch voll im Strumpf. Ja. Als Politiker über den Tod reden, das Gefühl, morgen tritt er dann zurück. Gar nicht. Die Freimache im Gegner dann nicht. Nein, ich spüre das auch, Herr Bloch. Wir sind am Schluss von unserer Sendung, ob Sie wollen oder nicht, mit über 45 Ehejahren sind Sie in der heutigen Zeit mit einer Scheidungsrate von 50% für viele ein Vorbild. Was braucht es, dass man nach so vielen Jahren noch ein Paar ist? Von beiden würde ich hier einen Satz hören. Also mit dem Vorbild würde ich aufpassen. Aber so lange hat die Idee gedauert und ich glaube, der Grund ist, man war aufeinander angewiesen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube auch, dass es für uns, für andere anders, für uns gut war, dass jeder seinen Teil hatte. Und da hat es weniger Reibung gegeben. Wenn man immer beide für das Gleiche verantwortlich ist, dann gibt es mehr, vor allem wenn beide so ein bisschen Alphatier sind, oder? Dann gibt es mehr Reibung. Also wenn ich heimkomme, habe ich keine Mühe, mich der Frau zu unterordnen. Sie sagt, wenn man etwas zu essen gibt, bin ich froh. Aber in meinem Beruf, im Unternehmen, in der Politik, da bestimme ich. Das heisst nicht, dass man nicht über das redet und beraten. Meine Frau findet, das sollte man nicht machen und so. Aber wer ist verantwortlich, ist, glaube ich, auch noch wichtig. Herr Blocher? Gut, ich tue jetzt das Gegenteil ein bisschen betonen, was ich auch wichtig finde. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man grundsätzlich eine gleichere Lebenseinstellung hat, also die gleichen Werte hochhaltet oder die gleichen Interessen bis zu einem gewissen Grad auch hat. Was ist einem wichtig im Leben? Das finde ich mich auch noch sehr wichtig für die Länge der Ehe. Hoffen wir, dass es noch ganz lang so geht, noch ganz viele weitere Reisen gibt, wir noch ganz viel von euch hören. Danke vielmals für das offene Gespräch und den Besuch hier bei uns in der Sendung. Danke. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist Zürich konkret in doppelter Länge mit Silvia und dem Christoph Blocher. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch